Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge diese Woche hier mit unserem lieben Marco. Diese Woche ist ja doch einiges passiert eigentlich, abgesehen davon, dass er wieder mal zu tief ins Glas gesehen hat, was ihm wohl doch nicht so gut bekommt. Und ja, er hat sich einige Male ausschlafen müssen. Und ja, warte mal, wir könnten jetzt hier aber eigentlich, hör mal auf, mit deinen Pflanzen zu reden und mach hier mal Muskelschmalz verwenden. Muss mir das auch schon wieder sauber machen? Nein, das hier auch nicht. Und dann kannst du hier Umgebung staubsaugen. Genau, das wollte ich mir eigentlich auch mal angucken. Das hatte ich ja letzte Woche mal gesagt, dass wir uns das Ganze dann mal hier anschauen, wie das ausschaut, wenn er das entleert. Jetzt kann er nämlich hier die Stunde der Nacht im Prinzip verwenden und seine Sachen mal hier angucken. Ja, wie gesagt, das mit dem Strom verstehe ich nicht ganz. Weil ich meine, er ist doch eigentlich abseits des Netzes. Ich habe überall gesagt, kein Strom und trotzdem verschwenden wir eigentlich immer nur Strom. Das kapiere ich nicht so ganz. Aber gut. So, wir haben hier jetzt noch Staub, Staub, Staub. Ich meine, eigentlich sollte es sauber bleiben. Warte mal, hat er den schon entleert? Lauwarme Dusche. Kölnisch Wasser auftragen. Der Aufbau von Selbstvertrauen kann vor Unsicherheiten schützen. Schamhaar drin. Vertrauen stärken. Okay. Sich selbst überprüfen. Rasieren, debattieren. War erfolgreich. Wunderbar. So, und jetzt hast du ihn eingepackt. Okay. Ich will aber haben, dass du das Ding Staubsauger entleerst. Oh, den Ding kann man verbessern. Bodenlosen Behälter anbringen. Ach, der holt da einfach einen Müllsack raus. Okay. Warum nicht? Dann kann er hier das mal eben machen. Das kann er verwenden. Staubsaugerbefüllung leer. Aha, okay. Leise saugen, flexibles Design. Hä, was hat er denn jetzt gemacht? Sehr satt. Okay. Dann müsstest du halt einfach mal deine Sachen hier pflegen. Würde ich mal behaupten, gell? Okay, hier geht er automatisch immer zum Händewaschen. Wunderbar. Er ist auch ein recht hygienischer Mensch. Das ist so widerlich. Ich finde das echt so ekelhaft. Ich finde Insekten einfach nur eklig. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass ich Grillen früher selber auch angefangen habe. Aber ich würde nie als Haustier halten. Nie. Das ist echt eklig.
Okay, Gesundheit gut. Wunderbar. Insektenfarm, Kreuch und Schläuch. Was haben wir denn da? I'm dating, okay. Ich muss dann auch mal gucken, dass ich irgendwie die Rezepte von dem komischen Ding hier bekomme, gell? Und die Frage ist nur, wie kriege ich das her? Von diesen Ständen, das weiß ich. Aber ich glaube, die muss ich selber da hinstellen. So, gehen wir mal die Viecher hier begutachten und pflegen. Damit es ihnen so richtig, richtig gut geht. Wachsend. Und dann kann ich die hier nämlich eigentlich erstmal sammeln. Und Bio-Benzin könnte ich eigentlich auch hernehmen, gell? Aber das ist dann halt dieses industrielle Ding. Wobei, kann man das eigentlich ausschalten? Muss ich mal gucken. Genau, so sammeln wir jetzt aber die Klumpen, weil ich nämlich eigentlich den Dünger haben will. Den ich nicht immer bekomme. Kacke. Abnehmend. Gut, okay. Also man muss sie wirklich voll viel bemuttern und fürsorgen, dass die, dass du da den Dünger auch mit rausbekommst, ne? Das heißt dann aber auch rein vom zeitlichen Aufwand her. Ist es besser, wenn du nur eine so eine Farm hast? Die verbraucht schon verdammt viel Zeit. Verdammt viel Zeit, ja. Wie viel haben das da wieder gut steht, nicht abnehmend? Und dann können wir hier einmal sagen, was bist du? Du bist, glaube ich, Kompost, gell? Komposthaufen. In Insektenfarben kompostieren. In Welt platzieren. Und das könnte man dann auch noch ausprobieren bei dem Speisereste. Ich habe mir nämlich vorher schon gedacht, da hat er vorher Speisereste da reingehauen. Hungrig. Ah, jetzt sind sie eh hungrig. Das passt dann eh genau. Jo, du bist so ein süßer Käfer. Bist du so ein süßer Käfer. Und ich denke nur jedes Mal, boah. Ekelhaft. Ekelhaft. So, was haben wir denn heute eigentlich? Montag, okay.
So, hungrig. Gut. Eigentlich seid ihr jetzt gefüttert. Sehr satt. Okay. Gut. Ich kann hier jetzt mal noch Reste nehmen. Dann können wir den hier einpacken. Alter, wieso habe ich eigentlich so viele Pflanzendinger? Das checke ich gerade überhaupt nicht. Aber gut. So. Den geht es jetzt soweit mal gut. Allen beiden. Sie sind sehr satt. Alle beide. Das ist auch schon mal gut. Dann wollen wir mal hier schauen. Kann ich den sauber machen? Nein. Ah, okay, warte mal, aber ist irgendwas glitzert hier schon wieder. Mehr Auswahl. Düngen? Nein. Also verdienen mit diesen Sojabohnen kann man eigentlich ganz sicher nichts. Okay, der Boden glitzert einfach nur. Okay, so. Dann werden wir jetzt mal hier einfach alles ernten. Du wirst es da reinschmeißen, passt. Und dann haben wir hier. Oh. Oh, Glühorbe ernten. Glühorbe ernten. Was haben wir denn jetzt? Qualität hübsch. Ding. Aha, okay, das geht. Das wächst wirklich immer nur dann, wenn ich die ganze Zeit daheim bin, gell? Ich kann aber nicht die ganze Zeit daheim sein. Das geht nicht. Was ist mit dir? Pflanze entwurzeln. Was bist du überhaupt? Brombeerstock. Ach, von hier haben wir die Brombeeren. Wieso hatte ich da einen Brombeerstrauch drin? Okay. So, wir haben alles geerntet. Wunderbar. Dann würde ich jetzt mal behaupten, dass Liebe wir. Teso Vanjip Hast du meinem Schatz Mobile? eine SMS geschickt? Nein. Iroquois Refsig. Dass wir wieder einen neuen Auftrag anfangen werden. Und zwar reisen wir dazu eigentlich. Ja, hatte ich nicht irgendwo noch eine Bibliothek hingesetzt? Ich will nicht immer in die gleiche fahren. Das ist eine Bar. Da haben wir keine Bibliothek. Gibt es hier echt nirgendwo eine Bibliothek? Warte mal. Windenburg. Windenburg. Ah, genau. Wir waren doch. Forgotten Hollow. Haben wir hier eine Bibliothek? Ich glaube nicht. Was ist das? Ein Museum. Strangerville. Hat eigentlich Strangerville eine Bibliothek? Oh ja, wir haben hier eine Bibliothek. Dann reisen wir mal hier hin. Denn dieses Addon sollte ich mir eigentlich auch mal genauer ansehen. Diese Erweiterung sollte ich mir wirklich mal genauer. Strangerville, willkommen Strangerville. Das Einzige, was hier noch seltsamer ist als die Leute, sind die Pflanzen. Kurz nachdem du eingezogen bist, wird das Motto der Stadt sich dir erschließen. Einige der Bewohner benehmen sich ein wenig verdächtig und es gibt eine Menge Militärpersonal und Wissenschaftler in der Stadt. Frag die Leute über Strangerville aus. Vielleicht können sie Licht in die seltsame Situation bringen. Okay. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt kein Interesse dran. Denn ich wollte eigentlich mich hier an einen Rechner setzen und nach Aufträgen suchen. Das Ganze mal ein bisschen altmodisch machen. Lebensmittelvergiftung überlebt. Oh, sehr schön. Den Angriff auf die Gedärme zu überleben, war ein harter Kampf. Aber jetzt ist der Magen wieder widerstandsfähiger als je zuvor. Echt? Irgendwie bezweifle ich das. Verschwörungstheoretikerin. Okay, was bist du? Bibliothekarin. Ja, du schaust mir echt aus wie eine Bibliothekarin. Jenny Offermann. Okay. Wir wollen herstellen, gell? Haben wir jetzt haben wir ja Level 7. Sollten wir nicht mit Level 7 auch irgendwas machen können? Nein.
Level 8. Wieso denn erst Level 8? Oh, Level 7. Was haben wir denn hier? Das sind Kerzen. Okay, also mit dem Herstellen haben wir nix. Okay. Achso, wir wollten die Kerzen herstellen, gell? Ja, gut, okay. Dann wollen wir mit dem Kunden chatten. Die trägt sich hier vorbei, die Alte. Haben wir noch einen Verschwörungstheoretiker? Ute Weishaupt. Jenny Offermann. Sie rennt davon. Okay. So, Bibliothekarin, du wohnst hier, habe ich gehört, gell? Wir könnten uns hier mal vorstellen. Hallo Khaled. Ich weiß, du hast eine Karamusti. Junggesellenverabschiedung für mich hergerichtet gehabt, aber die konnte ich nicht wahrnehmen. So, wir können ja hier ein bisschen von Gartenarbeit schwärmen. Zweifel über Hochzeit äußern. Nein, das wollen wir nicht. Warte mal, Lebenstipp. Wo war denn das nochmal? Ich hatte doch andere Sims Geschenk geben. Wo war das? Prahlen, Lebensmittelvergiftung überlebt zu haben. Okay, prahl mal damit. Andere Sims. Ein Outfit zu zeigen, Geschenk geben. Nein, das war es hier nicht, gell? So. Ja, Susul, wie geht's dir? Wer bist du? Eine Verschwörungstheoretikerin. Unwohl. Wieso fühlst du dich denn unwohl? Ich möchte doch nur nett sein. Andere Sims. Verkuppel mit, positiv über anderen Sinn nach anderen Sinn fragen. Geschenk geben, Outfit zeigen. Wieso geht das nicht? Gruppengeschichte erzählen. Keine Samola. Dag, dag. Abenteuergeschichte. Okay, erzähl mal die Abenteuergeschichte. Nein! Achso, bis im Chatten bist du schon fertig. Okay. Eigentlich sollten wir dann aufhören. Gute Gesellschaft, wer jemanden in der Nähe verehrt. Bitte? Okay. Wir gehen einfach wieder. Hör auf, deine Geschichte zu erzählen. Wir sollten uns das echt mal dann ansehen. Aber noch sind wir hier in Ecolife unterwegs. Und da könnte ich jetzt aber auch mal was nachgucken. So, und zwar Zutaten hinzufügen. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob das so da wirklich so lange gebraucht hat. Brombeere. Dann nehmen wir jetzt 5 von dem. Mach mal hin hier. Etwas lesen. Mit Aufsprudeln beginnen. Und dann machen wir hier geschnitzte Kerzen. Wachsblock. Und gib ihm. Passt. Und gib ihm. Unverschämter Kunde, weil mit einem Kunden gechattet hat. Einige Leute wissen einfach nicht, wie man vernünftig kommuniziert. Auf den bin ich echt nicht gut zu sprechen. Okay. So, wir machen hier jetzt eine zylindrische Kerze. Echt jetzt? Was kriegen wir hier denn eigentlich? Muse des Fabrikants, Meisterfabrikanten kennen alle Tricks, um Objekte zu niedrigeren Kosten anzufertigen. Was haben wir hier denn eigentlich noch? Bestsellerautor, König des Strickens, musikalisches Genie, Bestsellerautor, herausragender Maler, Profi, Schauspieler. Okay, nein, das wollen wir hier alles nicht. Tiere, Tierfreund, Familie,
große glückliche Familie. Patriarch. Geben Fähigkeiten Schübe, wenn sie mit ihren Kindern zusammen sind. Wenn du direkt bist, kann das Erlernen von Fähigkeiten bei deinen Kindern zu deinen eigenen beitragen. Supervater, Vorbild. Wenn sich ein Vorbild in der Nähe von Kleinkindern, Kindern oder Teenager befindet, erhalten diese zusätzliche Charakterwerte. Oh, cool, das ist ja echt cool. Aber wir wollen jetzt hier erstmal die Kerze herstellen. Ja, genau. Die Rory, die mogen wir nicht, gell? Ah, die haben letztens den Hund adoptiert, okay. Was ich da gelesen hatte. So, was brauchen wir da jetzt? Eigentlich 3 Kerzen. Rechteckige Scheiße. Nein! Wir brauchen rechteckige Kerzen. Wir brauchen rechteckige Kerzen. Verdammt! Muss ich da echt nur reinklicken? Lol. Okay, das kann man ja voll cheaten. Ich brauchte nur draufklicken und so tun, als ob ich eine Kerze herstellen wollen würde. Okay, war nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Aha, okay, dann schnitzt er die nachher noch. Braucht eigentlich fürs Schnitzen viel länger. Okay. Das schaut aber irgendwie interessant aus. Ich sehe nichts. Ich sehe den Tisch nicht mehr. Ich würde alles sehen hier, ne? Gerade, dass er sich selbst nicht schneidet. Oder die Kerze komplett durchschneidet, nämlich. Aber ist ja wurscht. Okay, also so kann man das ercheaten. Ich denke mir nämlich gerade, Kerze hergestellt, 2, 3, was geht jetzt ab? Was haben wir hier jetzt? Einen Fan. Zoe Patel, Paparazzi. Achso, der Star ist schon wieder da. Das ist doch eigentlich ein Foto wert, dass man einen Star fotografiert, während er hier mit so Grillen. Oh Gott. So, das ist fertig. Jetzt habe ich da 5 Stück reingegeben. Das ist jede Menge Fotos wert, scheinbar. Um Star zuzusehen, wie der mit Insekten rummacht. Okay. Okay. Schau, unsere Kellnerin von letztens wird bewusstlos. Sehr schön. So, ich nehme das mal. Weintraube. Mit einem Hauch Weintraube von 100%. So, wir wollen wieder eine Kerze, eine rechteckig geformte Kerze herstellen, bitte. Okay. Mit 6 Stück hat es schon, also mit mehr hat es mehr Sinn. Okay. Schau, du gehst bitte weg. Das ist jetzt mein Tisch, verdammt. Und du hast da hinten deinen eigenen Tisch. Geh weg. Und du bist ja, glaube ich, ein Werwolf-Mädel, oder? Die nächste, die unmächtig ist. Die Angela hübsch, okay. Oh,
Okay, der wird gleich zweimal ohnmächtig. Dina Caliente, okay. Also manche Namen ziehen sich wirklich durch jedes alles ins Rein, gell? Wobei in Sims 3 habe ich die gar nicht so gesehen. Richtig. Also das ist ganz schön langweilig, eben hier bei den Kerzen zuzusehen. Ich finde, das haben sie ein bisschen zu langwierig gemacht. Das haben sie echt ein bisschen zu langwierig gemacht. Aber da wirst du mit einem Tag, glaube ich, fast gar nicht fertig. Vor allem, wenn man vorher noch eine falsche Kerze herstellt. Das ist jetzt der nächste Punkt. Aber während du das hier fertig stellst, kann ich ja hier mal ein bisschen gucken, wer bist du? Amy Prescott, Fan, Caliente, Belle, Price, Savannah, ein Teenager. Wer bist du? Alice Lewis. Bin ich gleich nochmal ohnmächtig? Ja. Uni-Hausaufgaben, okay. Uni-Hausaufgaben, okay. Dann. Ja, so, haben wir hier wieder. Oh, wir haben hier wieder jede Menge Sachen zum Einräumen. Also zum Einsammeln hier. Vor allem die Speisereste, das brauchen wir sowieso. Nein. Nicht wegräumen. Nicht wegräumen. Aber du bist doof. Ich habe zu spät geguckt. Aber jede Menge. Oh, hier fliegt immer noch jede Menge rum. Ah, oh, sehr schön. Sehr schön. Eigentlich ist es Mai! Sogar mit die Fliegen machen ein Herzchen. Echt jetzt. Wer war denn das eigentlich? Luca. Nee, warte mal, wie heißt der? Da, Lucha. Okay. Und Ava. Okay, wenigstens hat sie mit ihrem Mann rumgepimpert. Und nicht mit dem anderen. Wer sie dann dabei ertappt. Sie hatte ja auch zigtausend Mal gefragt. Oh, reparieren. Kann ich den einpacken? Schau, den kann ich einpacken. So, dann kann ich den reparieren. Das kann ich nicht machen, also einpacken. Den Fernseher kann ich nicht einpacken. Aber ist wurscht. Hey, bist du mit der Kerze schon fertig? Okay, eine Kerze hat er hergestellt. Wunderbar. Dann mach hier mal Ding hinzufügen. Dann haben wir hier nämlich jetzt jede Menge Sachen. Hier können wir nochmal Brombeeren reingeben und dann die Frage, wir werden jetzt aber aufsprudeln und dann nochmal eine rechteckige Kerze herstellen. So. Okay, ich muss da dabei stehen einfach nur und das machen, Alter. Ja, Becca, was ist mit dir? Erinnerst du dich noch, als wir über Wolfgang Wilder gesprochen haben? Wir hatten ein echt nettes Date. Glückwunsch, das freut mich echt für dich. Nenn mich einfach Amor. Das hatte er jetzt schon ziemlich oft, ehrlich gesagt, gell? Nenn mich einfach Amor. Auch nicht schlecht. Aber gut. Gut, also, wir haben hier Aufsprudeln in Working. Aufsprudeln und Herstellung in Working. Aufsprudeln haben wir bald. Yes. Yes. So, Sims mit dieser Fähigkeit besitzen ein angeborenes Interesse für die Kunst des Aufsprudelns, ob als Hobby oder Nebentätigkeit. Experimentierfreude ist auf jeden Fall ein Muss. Diese Sims probieren gerne verschiedene Zutaten und Verfahren aus, um ihr Handwerk zu verbessern. Ja, das machen wir auf alle Fälle. Also das Aufsprudeln ist nämlich so auf die Art Alkoholherstellung.
Ja. Und das andere ist halt Soda-Herstellung, ist ja eigentlich wurscht, also eigentlich ist beides cool. Oh, hier haben wir nochmal was zum Einsammeln. Ja, ich würde dann nämlich mal sagen, ich werde hier jetzt einfach wieder einen Cut machen. Er ist eh am Herstellen der Kerze dabei. Wird dann bald schlafen gehen. Ja, wie gesagt, ich werde hier jetzt einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.